Hi und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge, die Elder Scrolls Online in 3 Minuten. Und ja, weil wir die letzten Folgen ja eh immer schon so viele Kämpfe gehabt haben, bin ich jetzt offscreen einfach mal weitergelaufen und habe mich durchgekämpft bis hierhin. Und ja, wir sehen hier schöne Dinge. Und dann lesen wir das mal. Gavos Forschungsnotizen. Gavros heißt er übrigens. Subjekt K14 starb an Schädeltrauma wenige Stunden nachdem die Söldner sie festgesetzt hatten. Formel wurde verabreicht, Umwandlung war jedoch nicht erfolgreich. Dies bestätigt meine Annahme, Blutdruck muss bis zum letztmöglichen Augenblick konstant bleiben. Tod vor Infusion führt zu lediglich teilweise Umwandlung. Dies erklärt einige unserer vorherigen Fehlschläge. Subjekt R32. Perfekte Umwandlung. Bezüglich Ertrag und Reinheit scheint die Tropfmethode um einiges effizienter. Leider erhöht sich dadurch die Dauer und Prozedur drastisch. Ausstoßrate könnte für Verkauf ungenügend sein. Muss schneller gehen. Subjekt S24. Die Umwandlung der Formel von einem flüssigen in einen gasförmigen Zustand erwies sich als leichter als erwartet. Die Ergebnisse sind vielversprechend. Das dem Gas ausgesetzte Subjekt zeigte umgehend Anzeichen der Umwandlung. Leider führte die Prozedur zu einer heftigen Raserei seitens des Subjekts. Für künftige Testsubjekte empfehle ich stabilere Verwahrung. Subjekt S24, Nachtrag. Trotz vollständiger Umwandlung ist Subjekt am Leben. Trotz aller bestehenden Lehrmeinung und Berechnung. Gewalttätiges und unberechenbares Verhalten ist signifikant angestiegen. Ich empfehle, die Experimente auszusetzen, bis dieser Nebeneffekt beseitigt ist. Okay. Die Wahrheit über dies und das. Cool, ein Buch. Findet Gavros. Das sollte leichter sein, als hierher zu kommen. Wir gehen jetzt einmal da lang. Da ist noch so ein Viech. So. Gut. Gehen wir da lang. Haben wir wieder Kämpfe, aber ja. What souls? So, lalala, gleich mal dann auch noch. Ist leider noch nicht so stark gerade. Aber naja. Da ist auch noch einer. Komm raus da. So, Rang 8 bei schwerer Rüstung erreicht. Okay. So, Gavros. Yeah. Ich erkenne euch nicht. Es war ein schrecklicher Fehler, hierher zu kommen. Spürt ihr es schon? Mhm. Die Kälte, die durch eure Adern strömt. Weißt du was? Das war meine nächste Folge. Also vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut dran. Ich bin raus und ciao.